Okay, Baby, jetzt besorge ich es dir so richtig. Oh ja, so hat's mir noch keine besorgt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Sex. Und heute mit einer neuen Folge zum Sex-ABC mit dem Buchstaben O wie... Orgasmus. Entschuldigung, dass ich einen Orgasmus hatte. Ja, da sind wir auch schon beim Thema Orgasmus. Kurz vorab, ich muss mal gleich direkt Luft aus den Segeln nehmen. Der Orgasmus ist ja nur ein Reflex. Das ist eigentlich auch gar nichts Besonderes. Das ist so wie Niesen, ne? Also wenn du niest, du weißt schon, oh, da kommt er gleich. Oh, oh, also das nennen wir eine orgastische Entladung. Und dass es ein rein körperlicher Prozess ist. Danach, also nach dem Orgasmus, nimmt die körperliche Spannung ab und die Durchblutung des Geschlechts. Also die nimmt auch ab. Etwa so. Und das ist dann der Orgasmus, letzten Endes nur ein Reflex. Du bist dann so losgelöst und die Körperspannung lässt nach und ja, das ist der Orgasmus. Also es ist ja einerseits so rein körperlich, was die Muskeln betrifft, aber eigentlich ist es ja auch gleichzeitig eine Art Gefühlsentladung, weil ja gleichzeitig auch die ganzen Emotionen sich sammeln und bündeln. Richtig, und dann sich gleichzeitig entladen. Richtig. Vielleicht beobachtet ihr das bei euch ja auch, ihr seid vorher so ein bisschen schlecht gelaunt. Ne? Danach seid ihr glücklich. Oh, und dann hattet ihr Sex oder mit euch selbst, ne? Also auf der einen Seite ist es halt ein rein körperlicher Prozess, wenn man sich darauf beruft, dass das Muskeln sich zusammenziehen. Und auf der anderen Seite ist es ein emotionaler Prozess. Genau, weil sich auch irgendwie eine emotionale Spannung und Lust aufbaut, die natürlich dann auch sich entladen muss. Es gibt ja natürlich nicht nur den Buchstaben O, der nächste Buchstabe ist der Buchstabe P im Sex-ABC. Pupsen beim Sex. Muss ja ein Wort sein. Popo. Penis. schreibt in die Kommentare, was eurer Meinung nach noch zum Buchstaben P passen würde beim Sex-ABC. Genau. Ihr könnt euch gerne noch hier unten die zwei Videos angucken. Ach ja, richtig, das sind ja noch zwei Videos. Genau. Ja. Abonnieren könnt ihr auch und nächstes Mal wieder reinschauen. Genau, ja dann bis nächste Woche.